Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die Dachsanalyse für Mittwoch, den 10.02.2021? Und zum Dienstag saßen doch einige verkehrt rum auf dem Pferd und haben sich dann geärgert, dass sie zwar drauf saßen, aber das Pferd sich nicht mehr bewegt hat. Zumindest in dem Moment, wo sie dann die Position drin hatten. Also ich glaube, wurden ein paar überrumpelt auf der Long- wie auf der Short-Seite. Ich glaube, die, die Long drin waren, die wurden unten rausgeärgert. Die, die Short rein sind, sind zu tief reingegangen. Also so auch vom Feedback, was ich so bekommen habe über den Tag. Insbesondere zum Abend gibt es schon sehr markante Auffälligkeiten. Ihr kennt das, wir sprechen da immer wieder drüber, weil ich einfach weiß, dass ihr da sowas nicht in der Möglichkeit habt, weil ihr eben nicht von zig hundert Leuten angeschrieben werdet, die ihre Ideen und Gedanken und Sorgen und Probleme mit euch teilen. Und da muss ich schon sagen, ist mir eines sehr markant heute aufgefallen, insbesondere am Abend. Ganz viele, die hier unten um die 14.000 Longs reingekriegt haben oder auch ein bisschen höher Longs reingekriegt haben, dann so gesagt haben, traue mich aber nicht, den über Nacht zu halten, nee, ich nehme den raus. Aber ganz viele, die hier unten Short reingegangen sind und da jetzt noch drin sitzen und dann so überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Wenn ich mir das jetzt so angucke, sehe ich, dass wir hier oben ein Gap Close haben, um die 14.85. Ich würde mal so in den Raum werfen. Einfach aufgrund der Resonanz, die so jetzt an Infos, Mails und auch was bei so einem Chat so geschrieben wurde, würde das dazu passen, wenn der DAX es dann macht. Wenn die Menge hier offenbar jetzt tief unwohl short eingestiegen ist, die Longs abgebrochen wurden am Abend, würde ich drauf tippen, dass er probiert, nochmal nach oben zu gehen. So vom System her, was er gemacht hat, oder was heißt System, von der technischen Seite, ist ja eigentlich gar nicht so großartig passiert halt, ne? Die 14.000, da ist er nicht richtig drunter gekommen, hat sich direkt auf der 69 gleich stabilisiert, wieder hochgedrückt und dann ist er zwar stehen geblieben, aber der Trigger, der ist ja nicht angeklappt hier, den wir gestern gelegt haben oder vorgestern oder ich weiß nicht, wie viele Tage der da jetzt schon drin liegt, aber so gesehen ist er jetzt hier erstmal noch in seiner Range zwischen weitestens 14.000 und 14.100 und könnte da zum Mittwoch halt auch oben ein bisschen nochmal rum. Stänkern, ja. Ich würde auf jeden Fall den Trigger so stehen lassen, unten wie oben. Ja, denke auf beiden Seiten, den oberen können wir vielleicht ein bisschen höher ziehen, dass er so mit dem Band aufliegt. Na, ich glaube, wenn der DAX das Band aufgedrückt kriegt, das Bollinger Band da, hat er Potenzial, sich wieder rauszuschieben. Und unten gilt das natürlich genauso. Ne? Also das behält seine Gültigkeit hier. Und können wir in dem Sinne einfach nochmal eine Runde mitziehen. Wäre natürlich weiterhin auch das interessanteste Ziel. Ihr seht jetzt auch hier die gleitende Durchschnitte. Das kommt hier alles schön aufeinander. Das macht jetzt passt es auch. Jetzt ist es ein bisschen tiefer. Naja, okay, so viel tiefer ist es nicht. Es ist immer noch 8,60. Ich dachte, jetzt ist es schon bei 8,30 angekommen, aber ist es gar nicht. Ich habe vorhin schon mal geguckt, da muss ich mich verguckt haben. Also ich dachte eigentlich jetzt hier, das ist auf 8,30 abgefallen. Ist immer noch 8,60, also 8,60 bis 8,30 demzufolge. Dann schöner Anlaufpunkt in dem Moment, wo der DAX hier oben einfach 69, 59 nicht mehr halten kann, die 14.000 auch fallen lässt. Das wäre schon so ein kleiner Frühindikator, ne, wenn er da wieder anfängt, stärker drunter zu stänkern. Aber so vom Gefühl, wie die Leute jetzt so zum Abend geschrieben haben, dass die Longs sich unsicher fühlen und abbrechen, die Shorts alle noch drin sitzen, würde ich fast eher tippen, dass der einen Gap nach oben bringt. Bestimmt da über das Band drüber. Wo ist denn das? 14,50. Lass den mal bei 14,50 reinkommen. Dann macht er die 85 zu. Vielleicht noch so einen kleinen Überflug. 90 oder keine Ahnung. Dann macht er oben, von oben das Gap hier wieder zu. Dann sind alle völlig verwirrt. Dann ist er wieder bei 14,20 unten. Und dann klettert er sich wieder an die obere Kante. Und dann hat er auch bloß hier eine Range gemacht. Und dann hätten wir hier eine erste Aufwärtswelle, hier eine Korrekturwelle, dann eine längere, ausgeprägtere Aufwärtswelle, eine kleinere Korrekturwelle. Und dann könnt ihr auch oben jetzt wieder was probieren. Also die Stochastik, ihr seht das hier, die hat sich richtig abgekühlt. Hier sind mit dem Biss, was er nach unten gemacht hat. Also, wenn der liefert, über 14,25, ich glaube, das ist schon legitim, so eine 14,85, 14,100, da ein bisschen im Plan zu behalten. Was ich aber auch machen würde, wäre hier klar unter 14.000, unter 13,69 insbesondere, unter 13,69 insbesondere, dann auch Short zu suchen halt. Ne? Also das heißt jetzt nicht, das sehe ich immer, dass viele das so
dann umsetzen, wenn wir sagen, wenn der Markt da drunter geht, dann kann er bis dahin fallen. Dann nehmen viele den erstbesten Kurs, der da drunter ist, und hacken dann da die Shorts rein. Ihr könnt ja da kleine Rückläufe abwarten, guckt euch ein bisschen die Bewegung an, schiebt er da zur Seite, bricht wieder dynamisch nach unten. Dann kann man da immer schöne Shorts suchen und absichern, aber das heißt jetzt nicht, dass man jetzt 13, 9, 49 dann Short Stop Sell gehen muss. Ja, also wenn man das auf der Ebene macht, wie wir das hier besprechen, ist es vollkommen okay. Dann muss aber der Stop auch entsprechend hoch sitzen halt. Ne? Dann muss der einfach hier drüber, ne? Wenn der Markt jetzt hier runter geht und ich stoppen, lass mich hier Short einstoppen. Ja, aber ich würde mal ein bisschen, ich würde da versuchen, ein bisschen mit dem Markt zu gehen. Ein bisschen zu schauen, wie kommen die Kerzen. Muss da nicht unbedingt immer der Erste drinne sein. Zumindest hatte heute jemand auch wieder im Chat gefragt halt, ne? Er würde sich Stop Sale 13.949 machen, weil ich geschrieben habe, wenn der DAX unter 13.59 fällt oder die 13.59 fallen lässt, das ist ja erstmal ein Widerstand, so ein Bereich, ne? Auch die 13.59 jetzt ein Widerstand. Das heißt, in dem Moment, wo der Markt da drauf fällt, der reagiert erstmal wieder nach oben. So, wenn ich dann direkt dort Short einsteige, dann zieht es mir natürlich den Trade nach hinten erstmal durch die Nase. So, und das macht, muss man nicht unbedingt haben. Also, wenn man den Stop hier oben hinpackt, kann einem das egal sein. Ja, dann hat man andere Prioritäten und andere, hat man andere Munition im Futter oder in der Kanone drin. Aber so im Intraday-Handel würde ich einfach gucken, dass man da drunter dann den bisschen beobachtet, dann Seitwärtsmuster oder sowas, kleine Seitwärtsbewegung und dann ab die Kiste. Ja, also das vielleicht mal, um das auch mal erwähnt zu haben, ne? Wie man so einen Trigger nutzt. Das bedeutet nicht, dass man den erstbesten Kurs da drüber nimmt. Kerzenklos ist immer so ein schöner Punkt, wo man sagen kann, okay, dann das kann man mal punktuell dann auch probieren, ne? Wenn man schön Kerzenklos drunter oder drüber hat als Go. Und ansonsten aber auch einfach gerne eine Zeiteinheit runterschalten und dort gucken, dass man da ein bisschen in der Bewegung mitfährt halt, ne? Man könnte zum Beispiel jetzt sagen, dass man hier auf 2 Stunden analysieren, wäre es legitim jetzt zu sagen, ich mache mir einen M15 an und sobald der DAX unter 13,69 ist, gehe ich jedes Mal, wenn die Stochastik hoch ist, ne, wenn die von oben hier so runterdreht, sowas hier macht, mache ich einen kleinen Short rein. Sowas ist legitim halt, ne, in dem Moment, wo man hier hat und dann tradet man halt die Strecke bis runter, aber muss ich schon ein bisschen Gedanken machen. Also nicht jetzt einfach einen Punkt unter so ein Niveau eine Order runterpacken, ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gedacht halt, ne. Aber vielleicht war es auch bloß eine Ausnahme. Ich wollte es erwähnt haben, weil es heute thematisiert wurde im Chat. Und ansonsten bleibt hier alles, wie es ist. Ne, der Trigger ist nicht, der oben ist nicht. Die sind beide noch aktiv. Im Zweifel dazwischen eine Range 14.100, 14.000. Ich glaube, haben wir gestern auch schon gesagt, oder? Weiß ich nicht mehr. Aber ja, ist Range Handel noch. Ja, das ist nicht brachial nach unten. Das ist auch nichts, wo man sich jetzt hier, wo man sagen muss, boah, krass, der ist aber jetzt abgeschissen hier. Wir sind vom Tagesschluss, wie viel? Na gut, sind doch 40, 50 Punkte. Ja, aber was sind 40, 50 Punkte? Das macht er letztendlich mit der 5 Uhr, mit der 8 Uhr Eröffnungskerze bis 8:05 Uhr. Ich kann auch 50 Punkte schaffen, dann ist das erledigt halt. Na, also, würde ich jetzt nicht überbewerten. Wichtig ist für mich, die 14.000, die muss weg. Da muss er drunter, das muss er zeigen. Die 59, 69 da wegnehmen. Dann kommt da auch ein bisschen mehr. Hier. Jo. Er sieht mal auch nochmal, wo die 69 herkommt. Ich habe sie da nicht hergeholt, aber jetzt es ist interessant, dass es das so passt. Warum ich lache, ist, wie er sich über dem Trigger versucht zu halten, ne? Per Tagesschluss. Also die Jungs, die wissen schon, was sie tun hier. Ja, der wird schön hin und her geschoben, damit die Leute noch ein bisschen gemolken werden. Weil der kriegt genug Futter. Das haben wir gestern. Wir haben das gestern schon gesagt, ne? Der hat auch, ich weiß gar nicht, ob wir es im Premium-Mail oder im Chat geschrieben haben oder sogar vielleicht im Video gesprochen. Da hat auch jemand geschrieben, ja, der Markt, warum, ich verstehe gar nicht, warum der da runterkommt. Er sagt, wenn er da unten das ganze Futter reingelegt kriegt, weil ihr alle die Stops da zu eng reinwerft und den befüttert halt und immer mit Geld bewerft, dann würde ich als DAX da auch einfach drinnen bleiben. Und also das sieht mir, das ist, das sieht mir ein bisschen nach Show aus hier halt. Ne? Wie erst hat er sich unten bloß nochmal kurz zurechtgelegt. Wäre für mich auch tatsächlich jetzt eher ein Punkt, wenn ich mir das im Tagesschart angucke und unseren Long-Trigger dahinter lege, um zu sagen, alles, was über 14.070 ist, wäre aus Tagessicht Long. Ja, mit der Kerze dahinter ist das eine kleine Vorlage bei allem, was über 14.65, 14.70 geht. Also über das Tageshoch vom Dienstag. Alles, was über das Tageshoch vom Dienstag geht, wäre aus Tagessicht eine Long-Chance. Long-Chance. Und zwar sogar nochmal bis zum Montagshoch hoch. Okay. Also, das ist interessant. Habe ich vorhin auch noch nicht gesehen. Da ist ja ganz gut, dass wir hier mal reingeguckt haben.
Aber muss dann auch über die 1465, 1470 drüber halt, ne? Was aber auch zu meiner Grundtheorie passen würde, dass wir hier kleines Gap abkriegen, Gap zu, dann das schnell zu und dann eher tendenziell hier wieder oben ran halt, ne? Ja, und wie gesagt, wenn unten der Trigger fällt, dann fällt unten der Trigger. Ne? Dann haben wir da unten die Ziele. Darf er auch gerne machen. Dazwischen ist jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Range-Zone, Seitwärtszone. Kann er hinterherlaufen, wie er lustig ist. Solange die Leute da viel zu enge Stops reinwerfen und sich immer wieder ausstoppen lassen mitten in der Range, das sowas liebt er. Da hat er Bock drauf. Das kann er wochenlang machen halt. Ne? Das haben wir auch schon gesehen im DAX. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier wochenlang festklemmt, aber er kriegt momentan da echt viel Geld zugeworfen. Also ich habe schon gestaunt heute früh um 8:50 Uhr. Wenn ich da bei uns im Chat reingeguckt habe, wie viele da schon ihr Pulver verschossen haben und schon mit den Nerven wieder fast am Ende waren. Wir haben gestern darüber gesprochen. Mit Ruhe. Geht mit Ruhe ran. Ja, es ist auf der Ebene, es ist nichts passiert eigentlich. Also auch hier wieder ein Tag ohne große technische Signale, ohne großes OA, Bramborium. Macht es mit Ruhe. Geht nicht so hektisch an die Sache ran und verpulvert nicht immer gleich früh alles halt. Ne? Die Handelstage, die sind lang. Da muss man nicht immer gleich der Erste sein, der die Finger drin hat. Und ja, mehr kann ich euch gar nicht mitgeben. Also, das ist einfach mal so ein bisschen ins Gewissen reingeredet. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere ertappt oder erkennt auch einen Fehler vielleicht bei sich, der ihm selber so nicht bewusst war, aber geht da mit Ruhe ran halt. Ne? Da ist hier von der Signallage ist nicht viel passiert. Jo, dann mache ich zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Mittwoch und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.